Publikumsliebling, Opernstar, Moderator, ja Clown, auch Regisseur und Buchautor Rolando Villazón. Er verarbeitet in seinem Debütroman Kunststücke auch sein eigenes Leben. Das Buch wurde gestern in Wien präsentiert. Ein bühnenreifer Auftritt für Rolando Villazón. Der sonst überpünktliche Sänger kommt erst 5 Minuten vor Vorstellungsbeginn ins Theater. In seinem Hotel gab es Feueralarm. Villazón öffnet die falsche Tür. Das Chaos ist perfekt. Am Ende habe ich diese Tür Emergency-Tour gefunden. Aha. Ich bin runtergegangen. Ich sage, bitte nicht aufmachen. Aber ich habe gedacht, es gibt schon diese Dinge. Ne? Und ja. Ich komme raus und mache und alle die Leute waren da und schauen mir. Humor bestimmt das Leben von Rolando Villazón. Sein Debütroman ist durchaus autobiografisch. Gefühle, Gedanken, Geschichten hat er schon immer aufgeschrieben. Et voilà. Wäre er nicht Sänger geworden, dann Schriftsteller oder eben Clown, so Rolando Villazón. Aber dann bin ich leer. Clown ist nicht nur pum pum. Ah! I mean, Clown, das sind Momente von Clown. Aber ein Clown ist ein Symbol von Freiheit, von was ist schwierig von dieser Freiheit. Und ich denke, die Clown-Philosophie ist etwas, die kann uns neue Antworten zu den klassischen existenziellen Fragen geben. In seinem Roman Kunststücke erzählt Villazón die Geschichte zweier Clowns. Eine melancholische Geschichte zwischen Realität und Traum. Er erzählt von einer großen Liebe, von einer einmaligen Karriere, aber auch von Verzweiflung und Absturz. Es ist ein Blick hinter die Kulissen von Sein und Schein. Liebe ist ganz wichtig, Glauben ist ganz wichtig, was gibt es nach Tod ist ganz wichtig, Freundschaft ist ganz wichtig, Schmerz ist ganz wichtig. Mhm. Und Schmerz ist auch ein Schmerz von unserer Schmerz von Seele und dann Schmerz von Körper. Die Karriere von Rolando Villazón begann vor 9 Jahren in der Wiener Staatsoper. Den internationalen Durchbruch feierte der quirlige Sänger an der Seite von Anna Netrebko bei den Salzburger Festspielen. Irgendwann begannen seine Absagen, es folgten Operationen an den Stimmbändern und ein Comeback als Sänger. Ich habe viel über diese Zeit gesprochen in Interviews und so weiter, vor fünf Jahren. Es war schwierig, aber es war nicht eine furchtbare Zeit, es war nicht eine tragische Zeit. Eine Sache, die hat mir viel geholfen, ist die Zeitung zu lesen und zu schauen, was eine echte Traurigkeit, was eine echte Tragödie ist. Ehrenamtlich ist Villazón mit den roten Nasen unterwegs, um schwerkranken Kindern zu helfen. Lachen als Therapie hat auch ihm immer wieder geholfen, mit Schicksalsschlägen umzugehen. Den Humor hat er nie verloren. Der lachende und weinende Clown bestimmt bis heute sein Leben. Jetzt hat er ihm auch ein literarisches Denkmal gesetzt. Wenn jemand sagt, du bist ein Clown, es ist ein Kompliment für mich. Für die Zukunft hat Rolando Villazón viele Pläne. Im Oktober gibt er einen Liederabend im Konzerthaus, im Jänner führt er an der Wiener Volksoper Regie und in der kommenden Saison wird er auch wieder an der Wiener Staatsoper auftreten.